So, jetzt haben wir und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind wieder auf unserer großen Farm unterwegs. Und ich habe natürlich eure Kommentare gelesen. Ihr seid mir da alle einstimmig übereingestimmt mit dem, dass wir diesen Zaun, der dort auf dem Feld ist, entfernen. Das heißt, dann machen wir das natürlich. Ich habe mir aber dabei dann gedacht, dass wir vielleicht das Feld noch ein bisschen größer machen könnten. Denn wir haben hier einiges noch rundherum, das uns ein bisschen Abstand nach außen fürs Wenden gibt. So, das haben wir mal dezent rundherum. Ich muss da vielleicht mal den Weg mal besser legen hier. So, ich habe, wie gesagt, das Feld ja auch dementsprechend so angepasst schon. Gemäht. Das heißt, ihr seht ja grundsätzlich ein bisschen dumm von mir, weil das Feld war ja eigentlich schon ein Feld, was ein bisschen doof war von mir meinerseits, aber nichtsdestotrotz. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Spannend, dort nicht. Also, das heißt, ich mache jetzt mal Z. So. Und würde jetzt gucken. Wir haben ja hier außen so ein bisschen Platz. Das würde ich tatsächlich auch gleich so lassen, weil das ist doch eher eng gleich. Aber hier vorne. Ich glaube, ich würde tatsächlich so fahren, dass wir hier eigentlich komplett den Zaun mitnehmen. Ja, da haben wir definitiv genug Platz zum Wenden. Ui, knapp, knapp, knapp. Ja, nee, gerade nicht mehr so. So. Und das würde ich so mitnehmen. Und das Ganze will ich dann auch gleich direkt so ansehen. Also eigentlich habe ich ein bisschen was an Feld mehr. Ein Teil vom Feld habe ich jetzt hier einfach ungünstigerweise einfach mal gepflügt. Aber ja, ist jetzt wie es ist. Wäre nicht nötig gewesen, da es hier bereits schon ein Feld gewesen ist. Ja, hier könnte es tatsächlich ein bisschen knapp werden. Ja, einmal mehr wenden, ha? Und dann passt es auch. Und dann würde ich tatsächlich sagen, ich würde hier auch direkt bis außen gehen und auch überall den kompletten Zaun zu entfernen. Hier direkt bis an den Feldrand. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So, dann passt es mit dem Feldrand. Nein, bleiben und runter. Ja, perfekt, passt. Und dann hier einbiegen und dann haben wir hier perfekte Flucht. He? So, den Rest, den wir dann nicht benötigen, werden wir auch einfach wieder zumalen mit normalem Gras, Dekogras, dass wir denn da keine Probleme mit Precision Farming bekommen. So, ich habe ja den Mod schon mal vorgestellt. Das ist ja der Map Object Hider. Könnt ihr einfach rangehen. Hier etwa F1, dann seht ihr es auch. Oder seht ihr es nicht. Na, das sieht man es lustigerweise nicht. F9. Na? Spannenderweise bei der Birke hat es angezeigt, hier bei dem nicht, oder wie? F9, löschen. F9. Ah, sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Also, wir gehen mal kurz rein. Tastaturbelegung. Dann, wo haben wir den Object Map Object Hider? Da braucht ihr nämlich auch nicht zum Map Mod sowas. Könnt ihr einfach mit dem Mod entfernen. Jetzt ist die Frage. AutoDrive. Hat ein bisschen ein Problem mit doppelter Tastenbelegung. Ausblenden. Jetzt ist die Frage, was nehme ich jetzt hier? Huh? Umschalt links H werden das Menü. Huh? Was setze ich denn jetzt hier? Ich mache jetzt einfach mal F. Ich habe das Gefühl, meine Tastatur geht wirklich langsam kaputt. So, mal gucken, ob das jetzt geht. Ja, das geht. Ich nehme mal an dem Fall an, dann wird es ziemlich bald mal Zeit für eine neue Tastatur. So. Warum kann ich denn das Ding jetzt hier nicht entfernen? Warum geht es bei dem jetzt nicht? Normalerweise müsste es bei dem auch gehen. So, wir testen es jetzt nochmal bei der Birke. Und sonst muss ich das dann in dem Fall doch... da geht's. Zuck. Und weg ist es. Shift links H. Hat das Ding ein Problem? Nee. Ein anderes Problem haben wir, aber... Na? Warum geht der jetzt in die Map rein? Habe ich hier auch ein Doppelbelegungsproblem? Tatsächlich. Normalerweise sollten da auch die Sachen wieder angezeigt werden. Auch der Baum. Der ist jetzt natürlich leider weg. Könnte ich auch wieder herstellen. Lustigerweise. Bei dem geht's. Bei dem geht's. Na? Bei dem geht's wieder nicht. Okay. Kann es vielleicht sein, dass ich hier eine sehr frühe Version habe? Oh, doch geht's auch nicht. Ja, spannend. Okay, gut. Okay, das heißt, ich werde das dann nachher, nach der Aufnahme gleich kurz entfernen im GE. Dann ist das nämlich weg. Schade, dass das jetzt mit dem Object Hider nicht geht. Was ich noch gucken könnte, ist, dass wir den vielleicht updaten. Vielleicht hat er noch ein Problem, das kann natürlich sein. Theoretisch könnte man nämlich diesen Zaun hier auch komplett wegnehmen. Weil der nützt eigentlich auch nichts. Und ich glaube, wenn ich das jetzt auf der Karte anschaue, hier, scheint es auch gar kein echtes Feld zu sein. Wie sieht es denn mit dem Stein aus hier? Der. Ich möchte es ihn nicht entfernen, falls ich den nicht wieder zurückbekomme. So wie beim Baum, bei der Birke. Wäre ein bisschen doof. Aber ich lade mir nachher, glaube ich, mal kurz den Object Hider mal neu. Werde ich das allenfalls testen und sonst wenn es geht, mit euch zusammen. Wenn nicht, werde ich das Ganze im GE entfernen. So, kurz hier mal den Feldbearbeitungsmodus aus. Was wir noch machen könnten in der Zwischenzeit, das könnten wir auch automatisch machen lassen. Denn wir haben ja diverses an Mist noch hier am Hof. Das könnten wir natürlich noch wegbringen zu unserem Düngerproduktionsstelle. Okay, warum sieht es da vorne aus, als hätte ich hier auf dem Feld noch Stroh? Sehr, sehr seltsam. So, also, das heißt, du kommst einmal hierher. Dann würde ich dich nämlich direkt so danach fahren lassen. Und dann einmal. So. Sehr schön. Und komme ich einmal mit dem raus? Yes. Hinbekommen. Sehr schön. Perfekt. Die Wolle müssten wir doch auch mal noch wegbringen. Der Trigger hier ist leider ein bisschen dämlich platziert. Das heißt, wir müssen den kurz so laden, aber die machen mir im Moment ja auch nicht wirklich viel Mist. Ja, ist schon wieder erledigt. Wird aber hoffentlich irgendwann werden, wenn dann mal mehr Schweine am Start sind. So, also das heißt, ich habe hier Mist, auf Mist, und du gehst zur Düngerproduktion ab. Stimmt das? Stimmt doch nicht, oder? Ach, das habe ich unter Verkaufsort, ja, das gehört jetzt aber nicht mehr da unten hin. Das gehört jetzt da rein. Dinge, Fabrikgülle, Anlieferung und Steine ebenfalls. Das gehört nämlich hier alles uns. Mist an, und ich hätte gerne geliefert. Mist, so ein Mist. Abholen, liefern und go. Denn ich glaube, hier haben wir über 30. Also ist mindestens eine Fuhre. Das sollte der alleine hinbekommen. Na toll. Ach, der ist hier noch am. Haha, den habe ich hier komplett vergessen. Stimmt, der müsste noch eine Mission machen hier. Gucken wir kurz in die Mission rein. Die zwei sind abgeschlossen, genau, perfekt. Dann habe ich nämlich gleich direkt im Anschluss nochmals zwei. Die werde ich gleich akzeptieren. So, ich würde sagen, der kann vermutlich etwa hierher. Ja, das passt sogar. Also ich habe keinen Zugang zu dem Land. Wie bitte? Ach, herrlich! Sehr schön! Haha, no way! Gibt's doch nicht. Ich bin im falschen Feld. Ah, schön. Entschuldigung. Nochmal. Es war, glaube ich, das hier, genau. Rename. Du bist die 33. Perfekt. Das habe ich wieder mal sehr gut hinbekommen. Next Level. Das habe ich nämlich noch vor der Folge, respektive am Schluss der letzten Folge, noch eingefahren. Und habe dann irgendwie verpennt, dass das falsche Feld ist. Sehr schön. Dann halt hier. Wo wäre da? der Weg. Ich glaube, so wie ich das auf der Minimap sehe, müsste der da oben sein. Bin mir aber gerade nicht so hundertprozentig sicher. Wirkt aber so. Ups. Ja, ja, da ist er. Da ist er. So, und stopp. Also der mit der Bremse, das ist schon ein bisschen creepy. Na, die Kurve ist natürlich wieder mal maximal schwierig. So, und da mache ich da das Gleiche so. Feld 34, das müsste jetzt hier aber auch stimmen. So, und dann hier raus. Perfekt. Dann einmal hierher. Was war das mit Shift, glaube ich, ja? Jawohl. Und der geht da rein, auch mit Shift. Ich dachte, man könnte das vielleicht sogar direkt so machen, aber nö. Also, ich gehe auf... Ach, ich bin sogar noch ohne Dünger dahergefahren. Ja, ich bin ein schlauer Mensch. Also, na, was ist jetzt? 34. Und dann holst du, falls notwendig, Betriebsstoffe ab. Mineraldünger. Jo. So, dann endet er oder fährt er hierher. Das geht natürlich hier perfekt, also. Denn wir haben ja hier die Mission. Hier auf dem Feld 34. Ein Vorgewende im Uhrzeigersinn, das passt. Jo. Dann würde ich sagen, Feld 34 habe ich noch nicht mal einen Ordner. So, go. Feld 34, Kurs speichern. 34 Meter. Nein, 34, 41,9 Meter, so rum. Und passt. Erster Wegpunkt, jo. Viel Spaß. Sehr schön. Habe ich das nämlich auch schon mal gefixt. Wie sieht's aus mit unserem anderen Kollegen? Der macht anscheinend nichts. Oder ist er noch nicht... er ist nicht voll, ne? Ne, ist nicht voll, darum macht er nichts. Dann starte ich dich jetzt einfach manuell. Und wir gehen in der Zwischenzeit das eine Feld, das wir jetzt da haben, Precision Farmen. Das sollte ja auch nicht die Ewigkeit dauern. Ist ja nicht so riesig, das Feld. So. Dass wir das Feld demnächst mal ansehen können. Also maximal spätestens in der nächsten Folge soll das gesät sein. So. Na, Blinker. So. Ich überlege mir gerade, ob ich das Wiesefeld danach auch noch ansäen möchte. respektive zu einem echten Feld machen möchte. Es ist zwar nicht viel, aber es ist wirklich gar nicht viel. Ups. Aber es ist so zu sehen, sozusagen, eigentlich totes Feld, totes Land, das wir eigentlich so nicht wirklich nutzen. Was ja eher mäßig schlau ist, finde ich. So, und muss aufgefüllt werden. Na, ich glaube, upsi. Ich glaube, ich habe doch dem Kollegen nicht gesagt, er soll... Genau, das habe ich vergessen. Macht es jetzt eigentlich automatisch oder macht es jetzt nicht mehr? Ah, er berechnet Pfad. Verlasse Feld. Sehr schön. Na, das ist zu weit. Das passt. Muss ich hier noch Steine lesen oder wie? Theoretisch ja. Theoretisch müsste ich hier noch die Steine nehmen. Ich glaube, nur vom Ansehen werden die Steine hier nicht verschwinden. So, das passt. So, bis woher haben wir? Ich glaube, bis da. Ich glaube halt wirklich auch, dass wir hier die Precision Farming Wert nach oben drücken müssen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das wieder so ein Gewurstel ist wie bei den Trauben. Theoretisch hätte ich die vermutlich aber auch schon machen müssen, bevor ich gemäht habe. Schwierig, schwierig, schwierig. Fragen über Fragen. Precision Farming lässt halt auch sehr viele Punkte offen. So, und jetzt haben wir es eigentlich schon. Eine Messung und dann müsste es eigentlich gut sein. Das müsste grundsätzlich in einen Kreis passen. Jo, passt. Sehr schön. Also das heißt, ich kann jetzt F1 Bodenproben nicht entnehmen. Senden Z. Jo, ich möchte schicken und zuklappen das Ding. Sehr schön. Bodenprobenanalyse 800. Wie sieht es denn jetzt aus? 60. Was haben wir? Wir haben pH-Werte sind top. Und Bodenproben ist natürlich auch top. Was ist nicht schlecht ist, Bodenbearbeitung, Stickstoff und Unkraut. Wir haben hier gar kein Unkraut, hallo. Aber das kriegen wir eigentlich alles hin. sollten wir alles hinkriegen. Ich würde sagen, wir machen jetzt zuerst die Steine kurz weg. Gilt das eigentlich dann als gegrubbert? Ich glaube nicht, hä? So. Nehmt mich wunder, ob mein Abfahrer schon wieder zurück ist. Auf der Minimap sehe ich ihn nicht. Okay, was ist jetzt? Leichtes Laggen hier. Warum? Weshalb? Wieso? Was ist los? Spinnt irgendein Helfer oder sowas? Hofmist an... Ach nee, ich hab... Naja. Weil ich es noch verschoben habe, hat man den letzten Punkt Steine genommen. Ja? Nicht schön. Aber kämpft da schon ein bisschen mit der Menge hier. So, Mist weg. Wie sieht's denn aus produktionstechnisch? Gras haben wir natürlich keins mehr. Silage haben wir 241. Ja, läuft. Okidoki. Wow. Da haben wir kein Wasser. Nein. Ja, das... Und hier haben wir auch kein Wasser. Ja, super. Und der hat 145.000 Liter Mischration. Das ist nicht super, ist perfekt. Kein Stoff, ist klar. Kein Holz mehr. Okay, das heißt, wir müssen irgendwann früher oder später wieder ein bisschen Holz machen hier. Da kommen wir nicht drum herum. So, du fährst mal zurück. Und ich muss mal kurz schauen. Wo ist denn unser Wasserlieferant? Okay. Was auch immer du getan hast, lass das. Hm. Ja. Bedeutet natürlich in dem Fall, wird blockiert. Wer blockiert denn jetzt hier schon wieder? Warum sehe ich da jetzt nicht, was da drin ist? Mit diesem Mann absolutes Hardcore-Problem. Nee. Palette. Ach, schön. Ich sehe jetzt da... nicht, was da drin ist. Finde ich schon mal geil. Ah, sehr schön. Ich liebe es, wenn es läuft. Ich kann jetzt eigentlich nur raten, wo das Wasser hin muss. Ich weiß es nämlich jetzt absolut nicht. Gärtnerei. Man konnte die Dinge doch irgendwie anschreiben, oder nicht? Umbenennen. Da, umbenennen. Im Baumenü. Ich muss jetzt mal kurz hier rein. Wir machen mal die Punkte an. Shift B. Toll. Ja. Also Gewächshaus. 1. Enden. Dann ist das hier Gewächshaus 2, 3, 4, 5, 6, oder? Ich hoffe jetzt einfach, dass es so ist. 2, 3, nicht verkaufen, das wollen wir noch behalten. 4, 5 und 6. So. Und wenn ich jetzt in die Produktion gehe, ja, sehe ich denn, das ist nicht die Produktion. 1, 2, 3 und die 6. Die 3 und die 6 brauchen Wasser. Also eigentlich die beiden hier vorne. Boah, das muss ich in dem Fall mal manuell machen. Immer diese manuelle, immer und überall vorhanden. Theoretisch wäre er auch für das Nummer Haus 6 da gewesen. Okay, theoretisch. Theoretisch. Ich glaube tatsächlich, das werde ich jetzt tatsächlich auch tun. Das war auch ein Kommentar. So. Hier einmal abgeladen. Also, nein, nicht Shift P, nur P. Wir gönnen uns dieses Fass hier. Theoretisch könnten wir alles transportieren, auch Milch. Was aber lustigerweise nicht unbedingt funktioniert. Spannenderweise. So, Felgen nehmen wir. Chrom ist okay. Ja, nur hinten ist ja eigentlich klar. Agrar-Tec. Und kaufen. Was? 4000 für Chrom? Ja, ihr seid doch Halsabschneider hier. Oh oh, oh oh, oh oh. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Wir werden jetzt mal kurz die Geschichte mal ein bisschen anpassen, ne? So, den parkieren wir mal dezent hier vorn. Also der Helfer fährt mir ja hier die ganze Zeit rum. Also wirklich die ganze Zeit. Ist der jetzt immer noch weiß? Warum ist der Chrom? Warum ist der Chrom drin? Ich weiß es nicht, warum der Chrom drin hat. Wir werden den mal kurz fixen, ne? Das kann ja nicht sein, dass der... Also es sieht... schon schwierig aus, als würde ihm einfach komplett Textur fehlen. Kann man das doch konfigurieren? Also wenn ich das so konfiguriert habe, dann war ich ja irgendwie... Na, ich weiß nicht. Irgendwas war ich. Chaotisch. Bin echt gespannt, ob ich da irgendwas einstellen konnte. Weil das muss ja weg. Das muss weg. Sieht ja übelst hässlich aus. Ich bin nicht mal sicher, ob man überhaupt das Cockpit überhaupt konfigurieren konnte mit den Farben. Lustigerweise, der andere, den ich hatte, bei dem ist nix. So, der Config-Knopf war... Wo war der nochmal? Irgendwo hier. Konfigurieren. Oh, so sollte das aussehen. Genau so. Hm. Ich bin verwirrt. Konfigurieren. Warum sehe ich den hier so und... Das ist weiß. Felgen sind chrom. Ich mache jetzt mal einfach mal schwarze Felgen. Sieht zwar ein bisschen hässlich aus, aber... So. Wir machen es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Jetzt machen wir mal nach... Was komplett anderes. Vielleicht klappt das. Zurücksetzen. Also ich tendiere dazu, dieses Gerät zurückzugeben. Also respektive dem Händler mal bringen, um es mal anzuschauen. Um es mir dann zu reparieren, das oder neu lackieren oder neu austauschen oder was immer, weil da wirst du ja blind. Da wirst du ja blind, wenn du da die ganze Zeit da reingucken musst. Plus Sonne. Jetzt extra drum außerhalb der Kamera, genau, außerhalb der Kabine. Aber wir werden den jetzt vielleicht mal eine Zeit lang laufen lassen. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert, vor allem mit dem Cast, der unser Kollege vorhin angestellt hat. Müssen wir nachgucken. So. Okay, der steht natürlich jetzt maximal ungünstig. Aber den habe ich ja selbst dahin geschickt. Lädt er wenigstens Wasser? Bei Milch hatten wir Probleme. Ne, Wasser geht. Und voll. Da werde ich jetzt gleich mal die Nummer 1 voll machen. Und ich würde danach sagen, ich lasse den auch komplett durchlaufen. Sprich, auch in Rotation. Da. Nein. Laden bei Wasser. Ich hoffe, ich erwische den richtigen. Wasser. Und ich hätte hier gerne drin. Natürlich. Wasser. Also wir können mal kurz schauen. Das müsste ja der sein. Jo. Denn unsere Produktionsketten, die hier müssen laufen. Ja, er hat schon ein bisschen Chaos angerichtet hier. Aber wir haben auch wieder einiges an Lager hier. Sehe ich denn jetzt, was hier... Ne? Hm. Ich sehe gar nichts. Schön. I like. Nichts wirklich. Ah ja. So, sobald der leer ist, darf der auf Tour und... Ich glaube so rum, hä? Wert verschiedene Punkte an. Ob das funktioniert, I don't know. Guck noch kurz mal her. Sehr schön, du bist hier. Weil. Warum ist der da? Okay. Das Chaos ist komplett, hä? Das Chaos ist heute komplett. Ist irgendwie noch im CP drin gewesen, obwohl er eigentlich auf AD hätte sein sollen. Wir helfen auch ihm noch einmal, natürlich. Vor allem, wie er da stand. Das würde ja fast schon bedeuten, wer irgendwie gefühlt über die komplette Karte hat am Gewänden, ist denn da hängen geblieben. Das macht ja nämlich genau null Sinn. Schwierig. Schwierig. So, also dann würde ich sagen, betanken wir den Kollegen noch einmal. Schicken den dann gleich direkt weg. Wow. Ich muss mir echt Gedanken machen über die Bremsen. Die Bremsen sind für den einfach übel. So, Übergabe an CP, Feld 34, let's go. Tschüss, viel Spaß. Gönn dir. So, also wir haben uns einen LKW gegönnt, der jetzt da die Geschichte hier mal ein bisschen betankt. Ich werde jetzt sowieso mal kurz das Spiel neu starten müssen, weil wir haben ja diverse Bugs hier. Abgesehen davon, dass wir hier einen riesen Chaos haben. Ich weiß halt nicht, auch nicht mal. Nein. Naja. Wie sieht's denn aus hier? Sieht grundsätzlich nicht so schlecht aus, also sprich, wir haben noch Kapazität im Lager, sie sind einfach alle außerhalb voll. Jetzt wird das innere Lager gefüllt, soweit so gut. Gut. Ja, das ist gut, das sind gleich bei dem. Ja, sehr schön, perfekt, zum Glück bin ich gleich hier gelandet, weil wir haben genau unseren Punkt. Was machen wir mit unserem LKW? Ich würde sagen, wir geben den dem Händler zurück, soll er uns reparieren und wir nehmen uns ein repariertes Objekt oder das operierte Objekt wieder zurück. Ja? Sonst schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like, wie gesagt, einen Kommentar, welcher Art auch immer, da und wir sehen uns vermutlich, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, bye bye.